Ja, ich das kann es kaum erwarten, diesem Krieg endlich ein Ende zu setzen. Immer schön der Reihe nach, Anakin. Und ihr wundert euch schon, wieso hier überall diese runden Kreise sind. Das sind alles Sachen. Also, ich habe. Moment, ich muss gerade mal gucken. Ich habe. War das hier oder war das hier? Nein. Das muss hier gewesen sein. Grundlagen? Fähigkeiten? Nein. Irgendwo war das, dass ich Sachen freigeschaltet habe, die mir helfen sollen. Mitunter. Ach hier, genau das hier, glaube ich. Nullspielmodus nicht. Wo war denn das? Nein, wartet. Spiel. Allgemein. Ah, hier. Galaxis-Erkunden. Level. Mara Jedi. Nee. Ja, Galaxis. Ich weiß es gerade gar nicht, was ich gefunden habe. Was ich, irgendwas war es, dass ich irgendwas sehe. Dass ich das jetzt sehen kann, wo Sachen sich befinden und so weiter. Deswegen. Ja, und wir sollen jetzt gerade dem Rat der Jedi Bescheid sagen. Und zudem wurde jetzt ja auch Anakin ernannt. Also er ist ja auch kein Padawan mehr. Er ist ja jetzt auch schon ein Jedi-Ritter. Und arbeitet natürlich mit seinem besten Freund und Meister Obi-Wan immer noch zusammen. Das ist ja klar. Deswegen war ich, als ich damals den dritten Teil das allererste Mal gesehen habe, war ich überrascht und ein bisschen so, ja, okay, alles klar. Ne? Das nahm ich irgendwie schon so hin und dann habe ich zwischenzeitlich mal so ein paar Folgen von den Klonkriegen angeguckt. Wohin auf den Planeten? Ja. Und da war ich dann ein bisschen erstaunt, dass Anakin, der Lehrmeister von Ahsoka geworden ist. Aber ich war mir natürlich nicht im Klaren, dass so viel Zeit zwischen 2 und 3 vergangen waren. Deswegen war ich da so, okay, krass. War ich ein bisschen, ja, so, guck mal. Der putzt hier. Ist ja cool. Der Hausmeister der Jedi oder sowas. Ja. Okay, wir sind jetzt also hier beim Jedi-Tempel und wir sollen einmal reingehen. Und den anderen Bescheid sagen. Ach Gottchen, ach wie süß, so ein kleiner Jüngling. Bald seid ihr alle tot. Was? So. Willst du weiter ausgebildet Jadle? Werden? Ich habe noch Herausforderungen für jene, die sie suchen. Finde den Schluchtenkreiddrachen in der Wüste von Tatooine. Aha. Nur ein echter Krieger hat die Kraft und den Willen, den Drachen zu besiegen. Bist du ein echter Krieger? Einen ja, starken natürlich. Willen spüre ich in dir. Der Drache wird es auch tun und sich zeigen. Möge die Macht mit dir sein. Das ist einer vom Tanz für den Drachen. Das ist ja einer von der Rasse von Yoda. Davon gibt es ja nicht mehr so viele. Man hat einen noch im The Mandalorian gesehen, den Grogu. Und mehr waren da ja nicht. Deswegen dachte ich so, ja gut, man kann natürlich auch ein paar mehr davon immer einbauen. Eines Tages werde ich so weise sein wie Yoda, so stark wie Meister Windu und so berühmt wie Yarael Puff. Aha, meine Herren, da hast du dir aber was vorgenommen. So, da ging es, glaube ich, zur Bibliothek und da geht es dann zum Rat der Jedi, glaube ich. Ah, diese riesigen Statuen hier, ne? Alle Achtung. So, da seid genau. Ihr. Wollen wir die Sitzung des Rates der Jedi beginnen? Ja, ich komme gleich. Ich gucke nur gerade einmal. Ne, das sind alles hier die jeweiligen Jedi-Meister, die mit... Hier. Ki-Adi-Mundi ist nicht da, den kenne ich. Das ist, ich
Oh, ich kenne die nicht. Ich habe aber schon mal sie gesehen. Und den kenne ich auch nicht. Mace Windu, Yoda, genau. Ja gut, dann werden wir mal mit der Geschichte weitermachen. Du bist Mitglied des Rates. Aber wir erheben dich nicht in den Rang eines Meisters. Was? Wie kann man dem Rat angehören und selbst kein Meister sein? Setz dich, junger Skywalker. Der Rat möchte, dass du über alle Aktivitäten des Kanzlers Bericht erstattest. Wir wollen wissen, was er vorhat. Ich verstehe. Wir haben alle Systeme in der Republik überprüft. Aber kein Anzeichen von General Grievous. Im Outer Rim? Grievous sich versteckt. Master Kenobi sollte gehen. Hm? Ich stimme zu. Ei. Was ist mit dem Droidenangriff auf die Wookies? Yoda wird mit einem Bataillon von Klonen die Wookies auf Kashyyyk verstärken. Möge die Macht mit uns allen sein. Oh, Kommandant Cody, melde mich zum Dienst, Sir. Wie lautet unsere Mission? General Grievous zu finden. Wir fliegen zunächst zum Planeten Utapau. Dort können wir auftanken und unsere Suche planen. Verstanden. Es ist echt fies, wie, also, ne, irgendwie schon ein bisschen erniedrigend, wie jetzt gerade mit Anakin umgegangen ist. So, ne, er kriegt so sein Schreibpult da mit Wachsmalstiften. Und ich weiß, er ist sauer und er ist stinkig, klar, natürlich. aber es ist irgendwie auch schon wieder lustig. Okay, als nächstes sollen wir also nach Utapau und nach General Grievous suchen. Okay, so, wen haben wir hier? Ja. Oh, hallo? Für eine Gruppe, die behauptet, den Frieden zu wahren und Meditation zu praktizieren, lieben diese Jedi ihre Laserschwerter schon sehr. Bei diesen Typen ist immer alles... Okay. Wenn du meinst, trödelnde Dame. Wenn du meinst... Wir sind ein unabhängiges Droidentaxi. Keine so. Hand, kein Fahrer, kein Problem. Dann einmal zur Landeplattform. Alles bereit. Gute Fahrt. So. Im freien, also ich habe ja auch schon mal wieder im freien Spiel ein bisschen auch erkundet und habe auch noch ein paar weitere Kübersteine auch gefunden. Ja, also tatsächlich muss man das mehrmals durchspielen. Jetzt werde ich auch hier mal ab und zu mal so ein bisschen zeigen, so ein paar Nebenquests und so weiter auch annehmen und so. Aber Hauptaugenmerk ist und bleibt natürlich die... bleiben die Episoden. Das bleibt immer noch das Hauptaugenmerk. Ah, ach so. Wer ist das denn hier? Großartig. Wieder ausgesperrt. Nun, zum Glück habe ich eine Ersatzfernbedienung. Hm. Ja. Kaputt. Und jetzt? Also gut. Das hat nicht funktioniert. Wenn das so weitergeht, verkaufe ich heute kein einziges Schiff mehr. Ich muss unbedingt den Ausstellungsraum aufkriegen. Ja, und wie? Keiner, Ja, wie kriegst du das denn jetzt hin? Gute Frage, ne? Also hier ist zum Beispiel... Hier ist jetzt gar nichts, ne? Nee. Nee, hier würde jetzt nichts irgendwie dabei helfen oder so. Nee, hier wird nichts helfen. Na schön. So, Moment. Utapau, da ist das. Okay. Wir sind hier noch auf Coruscant. Moment, ich gucke mir das gerade nochmal an. Wir sind beim Senatsbezirk, richtig? Ja. Mhm, da ist noch ein Kieberstein. Dort und dort. Und hier ist ein Schiff. Dort ist ein Schiff. Und hier müssen wir hin. Mhm. Jedi-Tempel außen. Ah ja. Und
Die Sachen haben wir hier noch nicht erkundet. Da muss ich noch mal hin. Ach du meine Güte, wo sind wir überhaupt? Wo befinden wir uns überhaupt hier? Ganz ehrlich, ich bin immer wieder ein bisschen überfragt, wo wir uns überhaupt hier befinden. Moment. Es war doch gerade so eine Gabelung. Hier eine Gabelung, kann ich ein bisschen dichter... Ah, hier befinden wir uns. Hier, aha. Dann müsste ich... Da geht's nach unten, da geht's nach oben und das ist dann... Unten, ne? Ja. Ja, doch. Und dann müsste ich dann da lang, glaube ich. Ja. Laufe ich jetzt richtig? Ich hoffe es. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. So, ja, hier war ich auch noch gar nicht. So. Ja, jetzt decke ich auch noch ein bisschen mehr der Karte auf. Jawohl. So. Ah, genau. Pow City. Jetzt gucke ich hier nochmal gerade auf der Karte. Ah, hier ist noch jemand, mit dem ich sprechen kann. Der mir ein Geheimnis oder sowas verraten kann. Mein Büro ist direkt neben der Landeplattform. Der Fluglärm ist kaum auszuhalten. Ja. Aber die Aussicht ist noch schlimmer. Ein Stapel Kisten auf einer fliegenden Plattform und ein kaputtes Mauerstück. Wäre ich doch nur Scharkhüter auf Naboo geblieben. Ich träume heute noch davon. Und davon, dass irgendwer diese blöden Kisten kaputt schlägt. Ah, Kurven schneiden. Ach komm, wir kümmern uns mal da drum. So, wo muss ich denn hin? Ah, da lang. Tun wir ihm mal den Gefallen. Und machen ihm die Kisten kaputt. Ah, da lang. Okay, das ist ein riesiges Gebäude. Ah, aber hallo. So, wo geht's denn hier jetzt lang? Wo muss ich denn hin? Und jetzt? Ah, da oben! Klettere mit L. Ah, ja. Muss ich wahrscheinlich aufpassen. Genau, jetzt kommt der Strom. Schnell durch. Jetzt warte ich lieber mal ganz kurz. Klick, klick, klick. So, und jetzt durch. So. Erstaunlich, dass das so geht mit dem Laserschwert, dass man sich daran mit so durch festhalten kann. Interessant. So. Und jetzt bin ich da. Aha. So. Und dann... Moment. Hier. Hier muss ich noch ran. Jetzt komme ich da nicht hoch. Ach du Heilige. Oh, das ist ja fies. Das ist ja eine richtige Herausforderung hier. Okay. Gleich geschafft oder wie muss ich hier so? Ich müsste gleich durch sein, glaube ich. Ja. Jawohl! Wenn das nicht schick ist. Jawohl! Also das hat sich echt gelohnt. So, hier in der Nähe ist noch ein Küberstein und noch jemand, mit dem ich... Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist der denn? Oben ist was da. Ah, da ist er. Kann ich mit dem reden? Wenn ihr es schafft, an den Kristall reinzukommen, bin ich beeindruckt. Das hat noch keiner geschafft.
Das hat auch noch keiner versucht, außer mir.